7 narzisstische Eigenschaften, die du vielleicht nicht sofort erkennen würdest. Niemand von uns hätte je gedacht, dass wir am Ende einen narzisstischen Partner haben würden. Denn wenn man von seinem Traummann träumt, stellt man ihn sich sicher nicht als Narzisst vor. Aber in manchen Fällen stellt sich heraus, dass unser Traummann tatsächlich ein maskierter Narzisst ist. Vielleicht ist dir anfangs nicht bewusst, welche Eigenschaften er hat, aber wenn du nur ein wenig mehr auf ihn achtest, wirst du sehen, dass er nicht so toll ist, wie er vorgibt zu sein. Hier sind einige der häufigsten narzisstischen Eigenschaften, die viele Frauen anfangs nicht erkennen, die sich aber später als Problem in der Beziehung erweisen. Erstens, er lügt. Seien wir ehrlich, es ist okay, manchmal zu lügen. Niemand ist wegen ein paar Notlügen gestorben. Aber das Problem entsteht, wenn dein Partner dich die ganze Zeit anlügt. Es ist ein Problem, wenn man sich nicht sicher ist, ob das, was er sagt, die Wahrheit ist oder nicht. Und es ist offensichtlich, dass man mit so einem Mann nicht leben kann. Du kannst nicht in Angst leben, dass er dir einige schlechte Dinge antun könnte. Und wenn er bei dir ist, tut er so, als wäre er ein Engel. Das ist eins der häufigsten narzisstischen Merkmale, aber man findet es oft zu spät heraus. Wenn du also siehst, dass dein Mann nicht ganz ehrlich zu dir ist, betrachte es als eine Art Warnsignal, dass etwas nicht stimmt. Und was auch immer du tust, lass dich nicht von ihm zum Narren machen. Zweitens, er manipuliert dich. Wenn du verliebt bist, hältst du deinen Geliebten für einen Engel, der dich nie verletzen würde. Aber hinter der Maske eines Engels verbirgt sich oft das Gesicht eines Teufels. Eines Teufels, der weiß, wie er das bekommt, was er will, indem er deine Gefühle und deine Liebe zu ihm benutzt. Narzissten nutzen diese Technik sehr raffiniert. Wenn sie dich manipulieren wollen, werden sie es so tun, dass du es nie merken kannst. Sie werden dir sagen, dass sie dich lieben und dass du etwas für sie tun musst. Auf diese Weise werden sie alles bekommen, was sie wollen, und sie werden keine Reue empfinden, weil sie dich verletzt haben. Wenn du also Anzeichen von Manipulation bemerkst, werde ihn rechtzeitig los, denn wenn du dich verliebst, könnte es bereits zu spät sein. Drittens, er hat kein Mitgefühl. Beim Beginn einer Beziehung mit jemandem kann man sein wahres Gesicht nicht sehen. Nur wenn man etwas Zeit mit ihm verbringt, kann man ihn besser kennenlernen. Wenn du siehst, dass deinem Mann zu Beginn eurer Beziehung Empathie fehlt, dann denkst du vielleicht einfach, dass er zu oft verletzt wurde und dass er versucht, sich zu schützen. Aber wenn das später weitergeht und er nicht einmal Mitgefühl für dich und deine Probleme zeigt, dann hast du ein Problem. Dein Typ hat offensichtlich nur so getan, als hätte er ein paar Probleme, damit du Mitleid mit ihm hast. Das ist eine verbreitete Taktik, mit der alle Narzissten ihre Opfer davon überzeugen, dass sie ein hartes Leben hatten und dass sie ihre Gefühle verbergen müssen, um zu verhindern, dass sie wieder verletzt werden. Viertens, er hatte nie eine echte Beziehung. Wenn ein Kerl sagt, dass er nie wirklich eine echte Beziehung hatte, weil ihn niemand verstehen konnte, solltest du wissen, dass etwas nicht stimmt. Ich meine, es kann vorkommen, dass eine Person dich nicht versteht, aber wenn mehrere von ihnen dasselbe über dich denken, dann steckt das Problem in dir und nicht in ihn. Es bedeutet, dass dein Typ keine feste Beziehung zu irgendjemandem aufbauen kann, wegen seiner narzisstischen Eigenschaften, die ihn immer wie ein Opfer aussehen lassen, den Besonderen, der am meisten Hilfe braucht. Ein Mann wie er wird deine Probleme nie verstehen und auch nicht die extra Meile gehen, um dich glücklich zu machen. Ein Mann wie er liebt sich selbst am meisten und er kann es nicht kontrollieren. Fünftens, er denkt, dass er besser ist. Vielleicht wirst du es nicht von Anfang an sehen, aber ein Narzisst wird immer versuchen, mit Dingen anzugeben, die er nicht getan hat. Er wird denken, dass er besser ist und dass du tatsächlich Glück hast, dass er dich als seinen Partner ausgewählt hat. Er versteht nicht, dass wir alle gleich sind und dass wir die gleichen Rechte haben. In seinem Kopf ist er der Besondere und als solcher verdient er eine besondere Behandlung, wohin er auch geht. Und wenn du in eine Beziehung mit dieser Art von Mann gerätst, wirst du dich völlig verlieren und versuchen, ihn zufriedenzustellen. Er ist sehr wartungsintensiv und er wird immer darum bitten, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden, während du nur jemand bist, der immer da ist, um zu tun, was immer er will. Und das ist nicht die Behandlung, die du verdienst, besonders nicht von jemandem, den du am meisten liebst. Sechstens, er ist passiv-aggressiv. Wir alle sind manchmal passiv-aggressiv wegen der verschiedenen Dinge, die uns passieren. Es wird Zeiten geben, in denen du das Gefühl hast, dass deine Welt auseinanderfällt und du wirst so reagieren. Aber wenn du siehst, dass sich dein Mann die ganze Zeit so verhält, solltest du wissen, dass etwas nicht stimmt. Das ist kein normales Verhalten und du solltest dich nicht mit seiner Scheiße abfinden, nur weil du ihn liebst. Um ehrlich zu sein, wenn er sagt, dass er dich so sehr liebt, sollte er dir das nie antun. Das ist etwas, das man nicht verzeihen sollte und wenn es passiert, wird es im Laufe der Zeit noch schlimmer werden. Du musst wissen, dass sich solche Leute nie ändern und selbst wenn du ihn bittest, das für euch beide zu tun, wird er das nicht tun, weil er sich einfach einen Dreck um jemanden schert. Siebtens, er ist arrogant und gewalttätig.
Es passiert uns allen, dass wir manchmal arrogant werden, besonders wenn wir nicht gut gelaunt sind. Aber wenn sich dein Typ jeden Tag so verhält und wenn er nicht versucht, sein Verhalten zu ändern, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Stell dir vor, wie es sich anfühlt, mit jemandem zusammen zu sein, der ständig auf die Welt wütend ist und der gewalttätig wird, wenn die Dinge nicht so perfekt sind, wie er will. Und das Schlimmste ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er anfängt, dich zu misshandeln. Und das ist nichts, was du in deinem Leben brauchst. Du brauchst einen liebevollen und fürsorglichen Mann, nicht jemanden, der dich als Boxsack benutzt, um ihm zu helfen, seine Frustrationen zu heilen. Vertrau mir, wenn du solche Zeichen bemerkst, solltest du so weit wie möglich laufen. Denn diese Art von Mann wird dir nie die Liebe geben, die du brauchst. Danke, dass du dir mein Video angeschaut hast. Falls du dich weiter über das Thema Narzissmus informieren möchtest, kann ich dir auch mein Buch dazu empfehlen. Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen.